Hi und herzlich willkommen zurück bei They Are Billions. Da sind wir wieder. Und nachdem wir im letzten Part die Rahmenminen verkackt haben, jetzt dort eine Niederlage haben, habe ich mir gedacht, wir können ja nochmal eine andere Sache machen, bevor wir uns wieder reinstürzen. Und zwar haben wir erstmal haben wir hier noch so einen Attributspunkt zu verteilen. Da würde ich jetzt einfach mal die Angriffsstärke hochpusten. So, es gibt ja noch diese Schwärme hier, ne? Die noch Schwierigkeit 1 haben. Warum machen wir denn nicht vielleicht erstmal diese Schwärme? Machen wir erstmal das, was wir können, ja. Beziehungsweise, ob wir das jetzt hier wirklich schaffen. Ich meine, das war jetzt auch nicht irgendwie sehr, sehr einfach. Aber ich denke, das ist noch eher zu schaffen als diese anderen Missionen, die jetzt kommen. Weil die scheinen jetzt wirklich ganz schön schwer zu werden. Deswegen versuchen wir uns doch jetzt erstmal an diesen Schwärmen, ja. Also mit Wänden und Mauern und so hat das nicht funktioniert beim letzten Mal. Okay, was Angriffsmissionen sind, wissen wir schon. Boah, wir haben auch nur knapp 1000 Punkte, ne? Das ist eigentlich nix. Ach, aber die kommen nur von oben und unten, oder was? Das ist natürlich ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. Obwohl das, glaube ich, ja auch nicht gut ist, was ich mache. Überhaupt nicht gut ist. Die reichen wieder nicht. Die reichen doch niemals im Leben aus. Huch, naja. Ja, wir tryen es einfach mal, oder? Aber das wirkt auch wieder sehr, sehr schwere Mission. Dass die von oben und unten kommen, bringt tatsächlich gar nicht so viel, weil ich ja überhaupt nicht oben und unten abschließen kann. Ich kann ja da gar nicht. Ich kann es halt nicht abschließen, ne? Ich muss trotzdem ringsrum einmal ziehen, wenn ich eine Mauer haben will. Und wenn ich keine Mauer haben will, dann ja, überlebe ich das, glaube ich, sowieso von Anfang an einfach nicht. Wobei wir bei der anderen Mission auch keine Mauer gebaut hatten, weil es halt nicht funktioniert hat. Muss man schon dazu sagen. Okay, viele von denen greifen noch nicht an. Das heißt, ich habe die auch total scheiße platziert. Okay. Here we go. Gott, das sind aber auch so viele, ey. Ach du Scheiße. Ich habe echt keinen blassen Dunst, wie die Entwickler sich das vorstellen, wie man hier teilweise diese schweren Missionen löst. Also entweder mache ich ganz gravierend etwas falsch. Oder es gibt noch irgendeinen Trick oder irgendwie sowas. Oder es ist einfach so hartes Spiel. Also wenn es mit Mauern wieder eher überhaupt nicht funktioniert, dann platziere ich wieder einfach nur so viele Soldaten wie möglich. In der Hoffnung, dass das vielleicht irgendwas bringt. Commander, any orders? Understood. On your orders. Do you need me? Tell me. At your service. Do you need me? Orders, sir. Understood. Come on. Perfect. All the way. Do you need me? Perfect. Understood. Perfect. Ja, das sind zu viele. Das sind wirklich einfach nur zu viele. Damn it.
Ja, Alter. Ich gucke mir ungern Tutorials von Spielen an, die ich selber Let's Playe. Oder irgendwie Walkthroughs oder sowas. Aber vielleicht ist das tatsächlich notwendig. Was ist mit dem Schwarm? Hier sind das weniger? Nee, das ist sogar noch zwei mehr. Was für eine schwierige... Wir haben normal, ne? Einfach nur normal. Also ich will jetzt nicht auf leicht stellen. Muss ich wirklich auf leicht stellen, weil normal so unmachbar ist? Is everything okay? That will be easy. All right. Ready and waiting. Tell me. Orders, sir. Just guide me to the infected. Understand. I am attacking the colony defenses. Na, jetzt halten sie sich aber an den Wänden auch länger auf, als sie theoretisch müssten, sag ich mal. Aber jetzt kommen sie ja trotzdem. Letzten Endes brechen sie einfach nur durch. Ja, und sie machen das halt trotzdem einfach kaputt. Also, ich verstehe es nicht, ey. Ich verstehe es nicht. Gut, dann sind die Schwärme wohl doch nichts, was wir können. Kann ich überhaupt irgendwas machen noch in diesem Part, was ich auch kann? Huch, es gibt noch, das Kommunikationszentrum gibt's noch. Das ist wieder so eine Heldenerkundungsmission. Das könnten wir theoretisch. Aber ich muss diese Schwärme ja sowieso besiegen. Also es führt ja gar keinen Weg. Es führt ja keinen Weg dran vorbei, dass wir das früher oder später schaffen. Es muss doch irgendwie gehen. Versuchen wir es doch einfach mal so. What? Yes. You again. Aren't there other units to bother? You again. What? Yes, tell me. But be quick. Roger that. Gotcha. What? Are you sure? This better be good. What? You again. Gotcha. Great. What? You are gonna pay me for this, right? Nee, also Jäger schaffen da auch überhaupt, das sind so viele Jäger und die kriegen trotzdem überhaupt nichts geschissen. Thank you.
okay? Tell me. All the way. Great idea, sir. Commander? Any orders? Is everything okay? Just guide me to the infected. They are trying to break through. Einfach zu wenig Imperiumspunkte. Und ich habe nicht genug Soldaten, ich habe nicht genug Wände. Um diese Mission zu schaffen. So, ganz einfach. Wobei das hier vielleicht sogar hätte funktionieren können, wenn sie halt nicht den Turm schon angegriffen hätten. Sie greifen aber dann den Außenposten immer schon an. Ich habe ja nicht genug Leute, um das zu verhindern. Weil die einfach umzingelt werden von den Dudes. Das ist halt... ganz kritisch. Ich meine, das ist jetzt auch schön und gut, aber jetzt haben wir schon wieder... Jetzt haben wir ja gar nicht mehr genug für genug Soldaten, sag ich mal. Jetzt sind da halt zwei Wände, aber noch weniger Soldaten, die in der Lage sind, die mal kaputt zu schießen oder so. Die laufen aber nicht außen rum. Die gehen wirklich einfach straight durch. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie zu seinem Vorteil nutzen kann. Also ich meine, jetzt laufen sie nicht mehr außen dran vorbei. Beziehungsweise jetzt laufen sie so langsam außen dran vorbei, weil sich zu viele von denen ansammeln. Und jetzt geht's halt schon wieder los, ne? Also hier werden halt Fallen da oben. Die hier unten würden es vielleicht sogar hinkriegen, aber da, ich hab gar nicht genug Ressourcen für, um beide Seiten zu halten. Das ist unmöglich. Muss, glaube ich, wirklich die Schwierigkeit auf leicht stellen. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt jetzt noch machen kann. Ich glaube, es geht nicht, ne? Wenn ich mich entschieden habe, welcher Schwierigkeitsgrad, dann bleibt das, glaube ich, auch so. Also ich habe jetzt keine andere Möglichkeit. Ich muss die irgendwie platt machen. Irgendwie muss ich es schaffen. Ich frage mich, ob mit der Anzahl der Versuche das irgendwann auch mal leichter wird. Das hätten sie ja auch mal so machen können. Also wenn ich jetzt hier 20 Mal probiere, dass es dann halt einfach ein bisschen leichter wird. Ansonsten schneide ich das für euch einfach. Ansonsten schneide ich euch nur den finalen Versuch rein. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Also nur Soldaten funktioniert nicht. Nur, also doppelte Wände funktioniert nicht. Was funktioniert denn in diesem Spiel überhaupt? Was funktioniert? Okay.
Perfect. Let's go. Orders, sir. Any orders? Commander? Is everything okay? Tell me. Oder aber konzentriert man erstmal seine gesamte Streitmacht auf eine Richtung, wallt die unten richtig fett zu, setzt alle Soldaten nur nach oben und hofft, dass man rechtzeitig dann quasi nach unten kommt und die, wenn sie durchbrechen, dass man sie danach noch platt machen kann. Ich weiß es nicht, ey. Ich weiß wirklich nicht, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Kein Plan. Das sieht aber ganz gut aus gerade. Die dürfen jetzt halt nur nicht auf den Außenposten gehen. Ich muss die Typen da oben jetzt halt verlieren. Die müssen jetzt noch irgendwie so lange durchhalten. Bis sie hier unten endlich mal mit dem Killen fertig sind. Alter, killt doch mal die Typen hier schneller. Killt sie, killt sie, killt sie. Und jetzt helft da oben mit. Okay, wir haben es geschafft. Aber natürlich nur 20 Punkte, weil es einfach so total schlecht war. Also wirklich einfach schlecht. Hier haben wir noch einen Schwarm. Kann man das flawless schaffen? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Kann man das flawless schaffen? Ohne auch nur einen einzigen Soldaten zu verlieren. Also es wirkt für mich irgendwie nicht so, als wäre das in irgendeiner Art und Weise auch nur ansatzweise möglich. Gut, also ich gehe mal davon aus, dass die Zombies hier den Weg lang kommen. Das wäre richtig super. Weil guck mal, jetzt können wir natürlich richtig easy hier zumachen. Da reicht es uns schon so, reicht schon aus für hier. Dann ist die Map hier geil, was das angeht. Ja, hier ist ein bisschen blöd, weil sich das aufsplittet, ne? Hier müsste man also irgendwie so machen. Irgendwie so. Ja, versucht man vielleicht erstmal so. Ach, die kommen von rechts auch? Ach, die kommen von überall. Ach so. Verstehe. What the fuck? Die kommen ja wirklich von überall. Aber die sind nicht so schnell scheinbar. Okay, das ist der Unterschied. Ja, das ist natürlich, das kann ich gleich restarten. Das kann ich sofort restarten. Na, kann ich. Ich kann es nicht restarten. Toll, ich muss jetzt den Loose hinnehmen. Na toll. Ganz große Superklasse, ja. Das sah aber wirklich meiner Meinung nach so aus, als würden sie dann quasi nur auf den Wegen kommen, oder etwa nicht, finde ich. Aber die sind halt langsam, die sind langsam. On your orders. Gott, die brauchen da wirklich, die sind wirklich richtig langsam, sodass die wirklich Ewigkeiten brauchen. Ja, also ich denke, hier bauen wir eine Mauer so nah wie möglich an den Außenposten, wie es nur irgendwie geht, und spammen halt Soldaten, ne? Schätze ich einfach mal. Vielleicht würde es hier... Ich glaube, hier kann man auch wirklich nur Soldaten nutzen, ohne Wände, oder? Weil die sind in der Lage, solche langsam überall platt zu schießen. Also die werden, glaube ich, dann nicht überrannt. Die schlagen sich sogar jetzt noch ganz wacker, aber sie schaffen es natürlich nicht, weil ich hier ganz viel Geld für die ganzen Mauern ausgegeben habe, die halt im Endeffekt useless sind, wenn die von den anderen Richtungen auch kommen. Leider kann ich hier aber jetzt noch nicht aufgeben oder sowas. Ey, ich meine ganz ehrlich, vielleicht schaffen wir das sogar, weil die nämlich aufgehalten wurden durch die Mauern, kommen die erst später an und deswegen können wir die nach und nach hier gerade platt machen. Ganz ehrlich, ich glaube, wir packen das sogar. Bloß hier oben, das wird jetzt ein bisschen räudig, glaube ich. Nee, ich glaube, wir schaffen das. Das
War insgeheim Genius von mir. Gar nicht gewollt, aber hat trotzdem funktioniert. Alles gut, alles gut. Laufen die jetzt hier tatsächlich doch außen rum, ja? They are attacking the colony defenses. They are trying to break through. Ja, versuchen sie, schaffen sie aber nicht. Wenn alle genau gleichzeitig angekommen wären, dann wäre es ein Problem gewesen. Aber durch dieses Delay mit der Mauer war es insgeheim ursprünglich nicht gewollt von mir, aber es war eigentlich echt schlau. Aber das wusste ich natürlich nicht. Ich wusste auch nicht, dass sie von allen Richtungen kommen. Ich hatte jetzt gedacht, man kann hier richtig geil oben und unten verbarrikadieren. Und dann kommen die alle da. So, wollen wir mal ein bisschen jetzt auf die zulaufen? Dann geht's auch ein bisschen schneller. They are attacking the colony defenses. Any orders? All right. On your order. Jetzt kommt so ein Zombie und greift zu den Außenposten an und dann war es das wieder. Ne, haben wir geschafft. Alle Einheiten außer Lucifer können hinter Mauern stehen und schießen. Wer ist Lucifer? Kannst du hier einfach den Teufel holen? Lol. Das ist etwas, was ich auch noch nicht weiß. Aber gut, wie gesagt. Das Spiel ist ja ab hier komplett blind. Das kenne ich ja alles hier noch nicht. Okay, wir haben jetzt noch diese Mission mit dem Helden, die wahrscheinlich auch noch relativ einfach ist im Vergleich. Dann machen wir die noch. Als Ausgleich für die Inkompetenz im letzten Part machen wir jetzt einfach noch ein paar Sachen, die wir können. Bevor wir dann wieder doch irgendwie wieder zurück müssen. Achso. Alpha-Festung, Satellitenkommunikationszentrum zur Infektionskontrolle. Zugang verweigert, nur für autorisiertes Personal. So, Ziel ist wie immer alles finden, alles aufsammeln, oder zumindest das meiste. Es muss jetzt nicht unbedingt wieder alles sein, weil das ja, wie man gemerkt hat, nicht immer so einfach ist, alles zu finden. Unsere Heldin ist mittlerweile wirklich richtig strong. Greift relativ schnell an, two-hittet alles. Granaten habe ich gefunden. Understood. Sure. Roger that. Let's go. Ist hier noch was? Nee. Okay, dann rein da. Boah, das wirkt aber wieder wie eine sehr große Map tatsächlich. Vielleicht finden wir hier wieder ein paar Soldaten. Beim letzten Mal hatten wir keine Soldaten gefunden, ne? So. Da mussten wir das alles ganz alleine machen. I can do that. It looks great. Okidoki. Zugang zur Küche. Bitte den Koch bis Dienstende nicht stören. Yes? Mach ich, glaube ich, doch. Oh Gott. Das ist der Koch? Das ist der Koch? Ach du Scheiße. Warte mal, wie mache ich den denn überhaupt platt? Schmeiß eine Nate. Alrighty. Bullseye. Great. Alter, diese fetten Viecher ohne irgendwelche Hilfen Platz zu machen, ist ja völlig unmöglich eigentlich. Ich brauche Minen oder irgendwie sowas wieder. Come to Mama. Let's go. Sonst geht das ja gar nicht. I love it. Great. Yes. I like it. Okidoki. So, hier haben wir weiter nichts übersehen, okay. Boah, bitte nicht noch mehr von denen. Ich habe jetzt noch zwei Granaten und dann habe ich wieder ein Problem. I can do that.
Die rennen lieber durch diese Säcke, wo sie sich danach noch durch eine Barrikade durchprügeln müssen, anstatt einfach außen rum zu laufen. Lagerhalle Sektor A. Achtung, Reinigungs- und Wartungspersonal haben den organischen Abfall für Verwertung und Lagerung abtransportiert. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, viele. Ja, da... Alter, ist das eine Leichenhalle? Nee, das ist Müll, ne? Das sind keine Leichen, das ist einfach Müll, oder? Ich glaube, es ist einfach nur so ein Mülldepot. Stand ja da auch gerade. Sah nur erst irgendwie für mich ein bisschen aus wie Leichen. Right away. For the Empire. Priceless. For the humans. Okay, da können wir aber auch nicht weiter. Also das war's dann schon da. Okidoki. Eat my bullets. Got it. What? What do you need? Gotcha. Yes. For the humans. Okay, noch kommen wir hier ganz gut durch. Roger that. Da ist noch mein Erste-Hilfe-Ding. Davon haben wir aber schon zwei, ne? Keine Ahnung, ob man da jetzt unendlich viele haben kann. Aber gut, wir können ja auch vier Granaten haben. I love it. Two weapons, double the fun. Attack! Not a problem. Hä, war da gerade irgendwie was zum Aufheben? Nee, ne? Nee. Yes. Gotcha. Got it, Chief. For the Empire. Alter, sind das viele. Ich glaube, da hau ich jetzt eine Nade rein. Nice. Sure. Oh yeah. Ja, da sind noch mehr Nades, super. Gotcha. Great. Für den Fall, dass noch so ein Fetter hier kommt. Nice. I can do that. Got it. Affirmative. Da muss ich ein bisschen aufpassen, da ist ein Loch, wo die dauerhaft spawnen. Excellent idea, sir. Oh Gott, oh Gott. Jetzt sind wieder schnelle. Sure. Great. Right away. That's easy. Nice. Affirmative. Ready. Nice. Yes. That's easy. What? All right. Of course. Ist hier nichts drin zum Aufheben? Uns fehlen noch echt viele Punkte. Aber gut, die Karte ist ja auch noch größer. Perfect. Child's play. Ey, wenn die Schnellen auch noch drei Hits aushalten, dann kann man die nicht besiegen, ohne ständig weglaufen zu müssen. Und ich habe keinen Bock, ständig zu laufen. Of course. For the humans. Piece of cake. Let's go. Excellent idea, sir. Taste my lead. Got it. Sonst ist hier auch weiter nichts zum Aufheben, ne? It's a walk in the park. Scheinbar. Roger that. Sure. Aber hier. Excellent idea, sir. Great. Great. Gotcha. Alrighty. Right. Geht's noch weiter nach oben? Great. Yes. Alright. Ah, also kann man hier doch noch weiter. Oh Gott. Great. Hm, good quality. Forschungspunkte sehen schon gut aus. Imperiumspunkte haben wir noch nicht. That's easy. Ah, nee, Quatsch, oder kriegen wir die. Nee, warte mal. Finden wir die hier oder kriegen wir die nicht, wenn wir fertig sind mit der Mission? Wie war das nochmal? Come on. Und hier hätte ich auch auf das Fass schießen können. Zellen Sektor B. Achtung, gefährliche Rebelleninsassen. Füttern der Bestien verboten. Yes? My rifle is ready. Lol. Warte mal, hilft er mir? Als du dich dem Rebellen-Söldner näherst, sieht er dich überrascht an und sagt, wow, eine imperiale Ratte ist gekommen, um uns zu befreien. Scheint ja unser Glückstag zu sein. Und deiner auch, kleiner Soldat. Unter anderen Umständen hätten wir dir den Kopf weggeblasen und den Ratten zum Fraß vorgeworfen. Wir werden dir so lange folgen, bis wir die Festung verlassen haben und dann werden sich unsere Wege trennen. Du wurdest gewarnt. Folge deinem Weg und schau nicht zurück. Ja, geil! Wir kriegen Scharfschützen.
Alter, wir kriegen richtig viele Scharfschützen sogar. Ja, jetzt wird's ja absolut easy. Das sind sogar Veteranen-Scharfschützen. Perfekt, perfekt. Jetzt bumsen wir hier alles. Wer noch Stress will, soll nur kommen. So, haben wir eigentlich jetzt noch irgendwas übersehen gehabt, so einen Raum? Oder waren wir jetzt erstmal in allen Räumen bis dato? Zugang mit Radio... zum Radioantennenpark. Achtung, nicht betreten. Die Infizierten haben den äußeren Hof und die Kommandozentrale überrannt. Ja, genau deswegen gehe ich rein. Boah, die snipen halt wirklich einfach alles weg. Uiuiui, aber da sind trotzdem ganz schön viele. My rifle is ready. I need to kill something. Okay, das kannst du nicht alleine schaffen. Hier brauchst du die Sniper. Alrighty. Will there ever be an Empress? Who do you want me to punish? What? Wir müssen die alle hier in diesem kleinen Gang sammeln. Boah, ich wünschte, ich hätte noch viel mehr Granaten, dann würde es schneller gehen hier. Das ist ja doch sehr langwierig, wenn das so viele sind. Ich meine, da sind auch Explosionsfässer, aber da kommen wir noch gar nicht ran. Das hat jetzt auch nicht so mega viel gebracht. Ich kann mal so ein Health Pack nehmen. Sag mal, wären das auch mal weniger eigentlich irgendwann, oder wie ist das? Just give me something to shoot. Who do you want me to punish? Bullseye. I smell this kind. Oh, yeah. I need to kill something. Right. Oh, ihr solltet darauf schießen, ihr Trottel. Frag mich, ob die, was so alles an Stats steigt, wenn die zu Veteranen wären. Also der Damage wahrscheinlich, aber das ist eh One-Hit. Ob dann auch deren Angriffsgeschwindigkeit steigt. Range vielleicht, ne? Range wahrscheinlich auch. Jesus Christ, Alter. Und hier ist ja nicht mal was zum Einsammeln. Wo sind denn die ganzen Forschungspunkte? Death, lovely death. Tell me your darkest thoughts. Alright. Ready. Piece of cake. I can do that. It's a nice day to die. Yes? Not a problem. Where that? My rifle is ready. Yes, tell me what. Immer weiter nach vorne. My rifle is ready. I smell death coming. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nice target. Nein, 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 wir wollen hier keinen Sniper verlieren. Shoot the death. Two weapons, double the fun. Commander, wonderful. Take that. Achso, das heilt. Oh, das heilt alle Einheiten, nicht nur mich. Okay. Ich kann die also auch heilen, wenn ich ein Medipack nehme. My rifle is ready. Die. I need to explode this car. So many targets, gotta love it. Death, lovely death.
Hier ist noch was. My rifle is ready. I need to kill something. Sammle antike Technologie, erhalte 250 Punkte, sammle wertvolle Objekte für die... Genau, richtig. Also wir mussten beides sammeln. Yes, give me something to shoot. My rifle is ready. Roya dat. As melded coming. Okay, hier war das Main-Artefakt drin. What's that? Death, lovely death. I need to kill something. Ja, jetzt muss ich mich aber fragen. Und nun? Death, lovely death. Alright. Also wo sind die wo sind denn die restlichen Forschungs- und Imperiumspunkte, diese ganzen Gegenstände noch? Das wirkt so, als hätte ich irgendwas übersehen, aber ich war doch überall. Also wir waren zumindest, glaube ich, in jedem Raum, oder? Oder nicht? Last night I dreamt of brains exploding. Achso, da ist auf jeden Fall noch was, okay. So many targets, gotta love it. Okay, es fehlt uns noch ein Behälter mit Forschungspunkten, aber das, der ist es nicht, der da. Ich glaube, hier ist jetzt kein Behälter mehr mit irgendwas, richtig? Who do you want me to punish? Außer dass da halt noch ein Infizierter ist. Wir müssen also anderweitig irgendwo noch was übersehen haben. Nicht hier unten, glaube ich, oder? Ich meine, hier sind ganz viele Truhen, aber wie gesagt, das Symbol ändert sich ja, wenn man darüber hovert und das was Wertvolles ist. Ich muss jetzt auf dem Rückweg einfach nochmal gucken. Wir müssen ja sowieso zurücklaufen, den Weg. Hier gab es keine weitere Tür oder irgendwie sowas, oder? Also, dass ich einfach noch so einen Raum übersehen habe, ich glaube nicht. Your sniper at your service. Bullseye. Aber warum ist eigentlich in dem Raum hier nichts gewesen? In dem Raum war ja wirklich gar nichts, ne? It's a nice day to die. Also zum Aufsammeln. Hier war nichts zum Aufsammeln, sondern das war irgendwie ein bisschen... Aber ich finde hier jetzt auch wirklich nichts. Let's go. Vielleicht muss man das also einfach hinnehmen, dass hier wirklich einfach nichts ist. Roya dat. Bullseye. Like a snake with its prey. Let's go. Nee, hier auch nicht, hier auch nicht. Roya dat. Slow, but lethal. Yeah. Hier auch nicht. You read my mind. Also ich finde jetzt nichts weiteres. Wie gesagt, ich gehe immer einmal nochmal gründlich mit dem Mauszeiger über alle Räume durch und gehe nochmal durch und guck nochmal. Aber ich habe hier jetzt wirklich überhaupt nichts weiter gefunden. Und dann belasse ich es auch, glaube ich, einfach dabei. Dann ist jetzt halt, wie es ist. Wie gesagt, bei jedem Let's Play, und das kann ich jetzt natürlich so verkaufen, als wäre es gewollt gewesen. Bei jedem Let's Play sollt ihr natürlich auch noch einen Grund haben, das Spiel nochmal selber zu kaufen und selber auszuprobieren. Deswegen mache ich eigentlich ja nie 100% eines Spiels, also so, dass ich wirklich immer alles zeige. Damit es für euch einfach auch mal nochmal einen Grund gibt, das Spiel auszutesten und zu spielen. Dafür sind Let's Plays ja eigentlich da. Und in dem Sinne, wenn ihr hier ankommt, könnt ihr noch ein paar Punkte sammeln, wo auch immer. Ich weiß nicht wo, aber ist okay. Mit Hilfe dieser Söldner-Sniper haben wir es hier rausgeschafft. Und in dem Sinne bedanke ich mich fürs Einschalten, Leute, und würde einfach mal sagen, hier sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und ja, dann müssen wir uns auf jeden Fall einer dieser Überlebensmissionen wieder stellen. Mal gucken. Also, danke fürs Einschalten, bis dahin und ciao.